So, jetzt gibt es gerade noch eine ganz kleine andere Sache. Und zwar das Ding mit dem Set. Also ich habe letztens von, oh Gott, wie heißt sie? Maleficent, glaube ich. Eine Suite bekommen. Beziehungsweise gekauft. Und ich habe mir gerade noch die Gowns gekauft und ich dachte mir gerade, warum kaufen wir eigentlich nicht das komplette Set? Ich meine, ich habe so viel Pech mit den Drops momentan. Und ganz im Ernst, ich will mich wirklich nicht darauf verlassen, dass ich dann irgendwie das Set selbst droppen kann oder so. Darauf will ich mich nicht verlassen. Und ich meine, die Teile sind halt wirklich spottgünstig. Und ganz im Ernst, die hat nicht zu kaufen. Das wäre halt eigentlich dumm gewissermaßen. Ich meine, schau mal hier, 10 Perien für einen Teil. Ja, das ist halt nichts. Es ist halt wirklich nichts. Deswegen, ja, ich würde sagen, wir kaufen das Zeug und dann sind wir happy. Dann haben wir ein komplettes Dragon Rank 40 Set. Also, Equipment meine ich. Genau. Ja. Es macht einfach Sinn, wisst ihr? Es macht dann einfach Sinn. Dann. Moment. Die Sache ist immer die gleiche, wisst ihr? Ich denke mir so, ja, ich fahre mal alles allein und so und ist ja gut machbar und bla 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 und ganz easy und. Dann kommt auf einmal die Realität und sagt so, nope. Das ist nicht easy. Du wirst nichts droppen. Gebe nicht dran. So, wofür ist das andere Teil jetzt? Mann, ich hasse dieses Game. Da ist das Teil. Ein Teil zu viel gekauft, verdammt. Also ein Transit zu viel gekauft, meine ich. So, okay, dann fehlt eigentlich nur noch eines, und zwar Wecken. Das machen wir jetzt noch schnell. Seitdem dieser Wecken so schnell geht, und so kann man es locker machen. Alter, man hat so viel Geld ausgegeben, das ist brutal. So, einmal. In der STA, ich predikte euch, wir kriegen hier 35 STA drauf. Int wird wahrscheinlich wieder gar nicht laufen. Ist immer das Gleiche. Alter. Bin ich ein Gott oder so? Alter. What the fuck? Es ist jetzt zum zweiten oder dritten Mal diese Season passiert, dass ich es exakt predicted habe und dass es wirklich instant eintrifft. Ja, werden wir nicht canceln, wäre halt dumm. Gaunt, was haben wir aktuell drauf? Na, ich habe keinen Bock auf Gaunt. Suit, habe ich auch keinen Bock. Ja, okay, komm. Mach mal Ding. Cast Time. Oder? Oder? Cast Time oder Attack? Bin mir nicht ganz sicher. Eins davon. Wenn wir eine hohe Erweckung kriegen, ist es halt okay. Wait, es bringt 25% Cast, was bringt das andere Set hier? Mentalist. Kurz nachschauen. Wahrscheinlich brauchen wir die Cast Time drauf gar nicht, oder? 40% statt. Wir brauchen keinen Cast mehr. Wir brauchen definitiv keinen Cast mehr. Okay, Priorität, Attack. Alles andere ist eigentlich ja, unrelevant. 95 Attack ist zu wenig. So 300 Attack wären cool, okay. Ich nehme erstmal 125, ist auch okay. Speed, ja, kann man jetzt nicht auswählen. 4%. 11%. Ja, das passt. Jetzt kommt die Suit. Boah, diese kleinen Mücken, die regen so auf. Es ist so nervig. Ja, Mann, ey. Ich würde ganz gerne irgendwas sehen auf dem Inventar. So. 16 ist hier. Also wir brauchen jetzt definitiv Int. Ich hätte schon ganz gern 33. Oder? Na, ist so hoch. 28 Int. Die Bestellung ist bei 28 Int. Oh, das wäre echt gerade ein bisschen teuer. Oh, 38 SCR. Ist halt wirklich wieder witzlos. 15% Crit-Schaden, klar. 23 ist okay.
Was fehlt noch? Sonst nichts mehr, oder? Gaunt. Single Line Awake ist halt eigentlich relativ schlecht. Bisschen mehr geht, glaube ich, schon. Na komm, gib ein bisschen mehr irgendwie. Da musst du mehr rauskommen, oder? 200 Attack ist doch locker drin. Ich will nicht so viel Geld verschwenden dafür eigentlich. Na komm. 95 Attack ist halt nichts. 50 Attack, 65 Attack. Das sind 145 Attack. Das ist okay. Schließen. Oh Gott, ey. Oh, Aqua House Bad, lol. Oha, nice. Okay, dann Safe Upgrade. Wir haben massenhaft S-Protect. Okay, scheiß drauf, das mache ich offscreen. Ich mach's komplett offscreen, das glaube ich ist sonst echt langweilig, oder? Weil Upgraden, Sockeln und so ist doch. Das ist ja wahrscheinlich echt. Also es hat effektiv nur Zeitverschwendung, mehr oder weniger. Oder macht das Spaß zuzuschauen? Ich habe keine Ahnung. So, das Sockel auf das Suit sind auch mal ein guter Indikator für die Wahrscheinlichkeiten. Okay, es war halt easy. Es war halt richtig easy, effektiv. Und der Rest schnell da drauf. Angenommen, stell mir vor, es käme gerade ein siebter Sockel. Mit 11 Tries, das wäre es einfach. Okay, leider nicht. Genau. Das komische Schiff da oben. Richtig am Rumglitschen. Genau. Ja, aber es ist ziemlich nice. Wir haben halt wirklich ziemlich gute Karten. Deswegen. Ja, ist super. Okay, dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. So, und weil jetzt gerade das neue Equipment da ist, ich habe es gerade angezogen, beziehungsweise ein bisschen früher. Und weil ich einfach ein bisschen die Waffe leveln will und so, dachte ich mir, mache ich das Video an, also halt die Aufnahme. Denn ich meine, gerade so die ersten Weapon-Levels sind immer ziemlich cool. Man sieht einfach, wie der Schaden steigt und so, und es macht einfach Spaß. Und deswegen, ja, why not? Ich dachte mir einfach auch generell, vielleicht, ja, vielleicht ist es auch ganz lustig, mal so zuzuschauen und so. Und ich habe ja selbst keine Ahnung, wie weit das der Schaden steigen wird. Ich meine, wir haben jetzt, echt einiges reingesteckt. Ich meine, die Waffe ist leider noch nicht Ulti plus 10. Ich habe nochmal, keine Ahnung, einiges in Tries reingesteckt. Ich habe auch noch ein bisschen was verkauft hier. Ich habe mir eine Perin übrig. Vielleicht probieren wir mal ein paar Tries. Müssen wir mal schauen. Aber allein, ich sehe es schon mal generell. Die Weapon Level, die paar, die. Alter. Alle paar Weapon Level sind halt wirklich wieder unendlich viel mit dem Match. Das ist halt echt übel. Also. Ja, schon nett eigentlich. So, Server Buffs. Einmal. Ja, Tank Buff, keine Ahnung, egal. Stat Buff haben wir schon. Genau. Destroyer behalte ich erstmal noch, der ist nicht so wichtig. Also der ist wichtig, zu wichtig für jetzt mal schnell so nebenbei aktivieren. Deswegen, genau. Weapon Level 9 haben wir übrigens erst. Alter, der Schaden wird noch so krass steigen. 903k momentan. 905. Ein Weapon Level bringt 2000 Schaden. Alter. 2000 Schaden für ein Weapon Level. Beziehungsweise wahrscheinlich mit den Bombs sogar ein bisschen mehr. Jo, das ist übel. Boah, wisst ihr, was hier gleich abgehen wird, wenn wir noch dann generell irgendwie, sagen wir mal, 30, 40, 50 Weapon Level gemacht haben? Oh. Also wir waren, glaube ich, letztens bei 1,9 Millionen oder so. Aber das werden wir komplett übertreffen. Überlegt mal, das Ding bringt 54% aktuell. Also die andere One brachte 54%. Aktuell mal 2%. Das heißt, von jetzt auf nochmal 50% mehr. Das ist übel. Das ist echt krass. Ich meine, allein, wenn wir das schon mal
mit einbezieht, haben wir halt. Boah, was haben wir dann? 2,25 Millionen oder so, oder sogar mehr. Mehr sogar, glaube ich. Das ist echt heftig. Also dann geht's nochmal richtig ab. Gearscore von 8300 mittlerweile. Das ist auch echt heftig. Ich habe nicht mal Elemente so gehabt auf die Suit. Genau, hier fehlt auch noch was bei den Ringen. Hier ist wieder noch ganz viel, ehrlich gesagt. Ringe sind plus 19, die Earrings. Ja, kein Plan. Finde ich jetzt nicht so wichtig momentan. Ich meine, gut, in Masse dann ist es schon wichtig. Macht das sicher einiges aus. Aber, ja. Jo. Und wieder ein Weapon Level Up. Geil. Und wieder eins. Wir haben halt wirklich erst 3% mehr Weapon Damage. Also mehr Bonus Damage. Ist halt wirklich gar nichts eigentlich. Ja, also ich kann euch sagen, es wird auf Alpha noch richtig spaßig. Und. Ja, da freue ich mich drauf. Jetzt schaue ich gerade noch ganz kurz. Hier müssen wir es einlagern. Genau. Ah ja, die können wir noch hier umlagern. Genau. Was haben wir da noch für ein Stuff? Ja, keine Ahnung, aktivieren. Okay. Das ist doch schon mal ein ganz guter Anfang, oder? Genau, das Ding ist weg. Lightning hat 7% gedroppt. Heute läuft's. Heute läuft's ziemlich gut. 61%, das heißt, ich bin halt schon wieder bald 45 und ich habe halt nur GW gespielt bisher. Wobei halt teilweise auch nicht gespielt, halt nur geleached irgendwie so. Ja, wir müssen irgendwie mal leveln, das ist echt, blöd. Was haben wir da noch für einen? Ach, da haben wir noch die anderen Quests. Ich brauche noch Palladium. Ganz, ganz blöd. Was haben wir sonst noch alles? Ja. Und mal schauen, wie viele Waffenlevel erstmal kriegen. Einfach 0, lol. Ich dachte mir so, jetzt kriegen wir irgendwie so 3, 4, 5 oder so. Okay, 1 bisher. Ein bisschen wenig. Naja, okay. Also das nächste Mal, wenn wir leveln, wird es auf alle Fälle, glaube ich, ziemlich gut laufen. Wait, warte mal, wie viel Attack haben wir? Knapp 43k Attack? Holy moly. Boah, ist das krass. 42k Attack. Für was? Für, keine Ahnung. Wir sind nicht mal, wir haben noch 100 STA gestattet. Auch die Ints sind ziemlich krass. Wie viele haben wir denn aktuell die anderen Leute da so? Recordbook. Psykeeper. 1700, ja, schon krass. Dann noch weit von entfernt, leider. Pets können wir auch ein bisschen besser wecken, glaube ich. Ja, da gibt es schon noch einiges in Luft, was wir haben. Aber ja, auch das kriegen wir hin. Auch die Awakes müssen wir dringend neu machen. Können noch einiges in Schaden und Int rausholen. Genau. Ah, bin gespannt. So, da ist es down. Okay, nehmen wir mal 2 Weapon Level. Nice. Alter, wie der Schaden steigt. Wie der Schaden steigt für die paar Weapon Level einfach. Das ist ja wirklich noch nichts effektiv. Das ist schon krass. Vielleicht kommt nochmal ein Weapon. Hier ein Buff rein, oder? Genau. 25 All-Stats. Alter. Ah ja, Drops, keine. Okay, schade. Mal noch ganz kurz mit Holy Dragon. Der ist immer sehr wichtig. Genau, mal schnell rein da. Machen wir jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen weniger Schaden und so. Ist ein bisschen blöd, aber naja. Auch wichtig. 57k. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das ich mit anderen und mit einem anderen Set gemacht habe. Es war nicht so viel weniger, beziehungsweise muss ich noch dazu sagen, ich habe hier diesen Umhang jetzt tauschen müssen. Das heißt, wir haben jetzt 8% PvE Damage durch 10% Attack ersetzen müssen und 8% AP haben wir verloren. Was bedeutet, wir haben eigentlich noch mehr AP und halt
noch ein bisschen mehr Damage. Holy fuck. Ist eigentlich echt heftig. Ist eigentlich echt krass. Genau, ich mach das Ding mal schnell offscreen, damit es nicht so lange dauert. Und es droppt. Geld und sonst nichts. What the fuck? Ich dachte, wir droppen halt wenigstens irgendwas so. Ich weiß nicht, ich finde die Dropraten immer ein bisschen komisch. Also. So teilweise habe ich wirklich richtig krasse Drops und teilweise wieder gar nichts. Komischerweise sollte eigentlich genau das jetzt nicht mehr so sein. Also es sollte halt mehr. Es soll ein bisschen konstanter sein, das Ganze. Nicht mehr so random mega viel, random gar nichts und so, sondern halt. Ja, besser. Irgendwie besser. Irgendwie planbarer, glaube ich. Aber schaut aktuell nicht so nach aus irgendwie. Also bisher zumindest. Aber das ist vielleicht noch zu früh. Okay, ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst, was ich gerade gedroppt habe. 106 Mio, ein paar Superstar Candies. Und Weapon Dust? Fragezeichen. Keine Ahnung, wie das gerade waren. Ich finde es schon wieder nicht. Weapon Dust. 934. Ja, es waren, glaube ich, sogar einige, glaube ich, oder? Es war kein schlechter Drop eigentlich. Okay, fahren wir nochmal mit einem Crimson Cave. Ich habe jetzt keiner drin, ich habe nicht nachgeschaut. Es fahren gerade sehr viele Leute, sehr viele Dungeons. Aber ich habe Glück. Noch habe ich Glück. Das Superstar Candy ist auch krass. Wird einfach 6 Stunden Superstar Candy gedroppt. Weiß ich nicht warum. Also. Ja. Macht für mich keinen Sinn, aber es wird bestimmt irgendwie Sinn haben oder so. Keine Ahnung. Genau. 118 KHP. Oh, 43 K Attack. Holy shit. 1113 End. 239% Spell Rate. Können wir irgendwo noch was runter machen? Nee. Ah, der Helm regt mich so auf mit dieser STA Awake. Also effektiv ist halt egal, wir brauchen eh meistens immer, also sehr oft STA halt für Dungeons. Aber ich will halt keine STA auf dem Helm haben. Das ist halt. Aber ich kann halt unmöglich jetzt irgendwie, was soll man, 38 STA oder so runter machen. Das wäre halt dumm. Weil ich werde halt safe keine bessere Erweckung kriegen in End. Ja, oh, die Weapon-Level. Oh, nice, nice, nice. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Mio? Wait, wir hatten vorhin den Buff noch nicht. Wir hatten, glaube ich, diese 1,8 oder 1,9 Millionen nur mit diesem Buff. Wir haben noch nicht mal. Wir haben noch nicht mal einen 15% PvE Destroyer Buff. Oh mein Gott, der Schaden steigt ja brutal. Das heißt, wir haben jetzt schon, noch nicht ganz, aber fast so viel Schaden wie vorher mit einer Level 189er Wand. Die ist Level 17. Wow. Okay, das ist heavy. Das ist wirklich heavy. Habe ich ehrlich gesagt gar nicht erwartet. 970k Damage, okay. Alter, die Pierin-Drops. Also ich hau nachher gleich nochmal 200, 300 Versuche rein, um das Ding auf plus 9 zu kriegen. Ja, Sockel kommen nochmal rein, auf alle Fälle. Ich glaube irgendwie so eine Richtung. Gauns, was haben wir gesagt, 145 Attack. Gauns, glaube ich, gehen besser, aber ich weiß jetzt auch nicht genau, wie viel besser. Müssen wir schauen. Wenn ich halt so on the fly erwecken könnte, das wäre wirklich sehr geil. Aber das, glaube ich, geht da wieder nicht. Ich muss stehen bleiben dafür und, ja, total blöd. Nice. Nice, nice, nice. Wait. Achso, ich dachte mir gerade, das Pad war die ganze Zeit drin. Okay, das wäre natürlich jetzt komplett verrückt gewesen. Aber ja. Wie der Schaden steigt. Oh, wie der Schaden steigt. Es wird auf alle Fälle sehr lustig, wenn wir dann mal
GW mitmachen und so. Gut, wir bräuchten halt im Prinzip eigentlich einen. Wir bräuchten HP-Sat eigentlich. Ich meine, die HP-Sats kosten im Prinzip halt nichts und könnten wir eigentlich auch wirklich sehr günstig und sehr schnell aufbauen. Ich meine, plus 10 Appen ist halt schnell gemacht. Sockeln ist schnell gemacht, erwecken. Erwecken so oder so, kommt da drauf an. Ach lol, aber die haben jetzt. Ach nee, never mind. Jo. Aber ist echt krass. Also, ich dachte mir schon, dass wir wirklich einiges an Schaden mit dazu kriegen und so. Aber ich habe nicht mit solchen Werten gerechnet. Also, ich dachte, was habe ich realistisch erwartet? 30-40% mehr? Aber es ist halt so viel mehr als 30-40%. Ich meine, wie viel will man generell mehr kriegen? Hat abhängig von sehr vielen Faktoren. Als Weapon Level und so ist halt wirklich ein ganz großer Faktor zum Beispiel. Ja, ich will es nicht. Ich will es nicht schätzen, ehrlich gesagt. Aber also 2 Millionen ist natürlich schon mal ganz klar drin. Ich würde sogar sagen, wahrscheinlich mehr. Mehr als 2 Mille. Boah, ist das geil. 21. Boah, was ist möglich? Ich glaube, 2,5 Millionen ist genau sehr realistisch. 2,5 Millionen locker. Ganz locker drin. 3 Millionen, glaube ich, sind schon schwierig. Also klar, man kann nicht höher leveln bis 250 oder so. Also Weapon Level 250. Und sie ist noch nicht Ulti plus 10, das heißt, wir holen immer 50 und mehr raus. Vielleicht ein paar bessere Awakes. Ja, mal schauen. Umhang. Aber ist ein bisschen unfairer Vergleich dann. Hier Ringe und so weiter ab. Naja. Ja, da kann man schon echt nochmal, da kann man richtig viel rausholen auf alle Fälle. Also, schon beim Mopsy killen. Bis Weapon Level. Alter. Wir haben nur jetzt eigentlich schon, wie viel Gears gebraucht in den nächsten Dungeons? Gar keine Ahnung. 6,5 ist es halt nichts. 8,8. Okay, 8,8. 8,8 ist eine Ansage. Aber das kriegen wir locker hin. Black Castle 8,8. Ja, das sind die Level, die wir jetzt eigentlich erreichen müssen. Icewing wäre auch sehr, sehr wichtig. Ja. Das ist die nächste Wand, die wir brauchen. Und das Ding ist, wir haben eigentlich schon sehr viel davon. Wir haben 2 Wands, 3 Wands. Theoretisch 4 Wands, 4 von wie viel brauchen wir? Hab ich vergessen, keine Ahnung. Ja, wir sind nicht so weit davon entfernt. Schon ein gutes Stück und so, aber halt nicht so extrem weit eigentlich. So, naja, wir treffen uns gleich wieder. So, wenn wir schauen, was wir noch droppen. Vielleicht droppen wir noch irgendwas, wahrscheinlich hatten wir nicht, aber naja. Wenn wir was droppen, ist halt gutes Geld einfach, das muss man sagen. Was ist das, 96k, was ich gerade... Holy fuck. Weil ich kein Element auf das Suit habe, was hätte ich vorher gehabt? Wind. Und der ist Erde oder so. Ah, okay. Und wir droppen wieder nichts, man, was ist denn heute los? Keine Drops, gar nichts, ernsthaft? Okay, dann fahren wir noch offscreen irgendwas, keine Ahnung, mal schauen. Forgotten Aquädukt ist noch wichtig, genau. Okay, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.